Und herzlich willkommen zurück zu, ja, dem hier, was auch immer das jetzt hier wird. So, schauen wir uns mal hier um. Ach ja, hier war ja das Ding. Können wir schon mal ein bisschen Stein kloppen da. Hat schon wieder hungrig. Schon wieder hungrig, verdammt. Naja, aktuell haben wir nichts im Vordertag. Das ist natürlich very, very sad. Schade eigentlich. Ich meine, jetzt alles noch im grünen Bereich, aber. Oder, ne, eigentlich bloß noch im gelben Bereich. Den Bären versuchen umzubringen, wird garantiert grandios scheitern. Das Ding ist auch nicht gerade das stabilste. Ich würde ihn aber schon irgendwie gerne versuchen anzulocken. Ich weiß nur nicht wie. Wir haben keine Fernschusswaffen whatsoever. Na doch, wir haben hier, aber zu der haben wir keine Munition, wie gesagt. Selbstgebautes Maschinengewehr. Es klappt sogar. Kann ich nicht irgendwie hinlocken? Hallo, Bärbel. Ich bin's. Ich will gerne das dann noch abbauen. So. Kommt das hier rüber oder was? Würde ich vielleicht selber. Jetzt müssen wir noch durchhalten. Ich meine, wie gesagt, wir können noch versuchen, ganz leise wegzuschleichen, aber da hinten geht schon wieder auch schon der Post ab. Von daher glaube ich nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich habe actually keinen Bock zum Sterben. Die Frage ist, was macht der Bär da hinten? Wie ist das schon lange nicht mehr? Oh, da könnte ich erstmal nach unten durch. Lol. Ach ja. That was not as planned. So. Dachte, ich kann direkt hier raufspringen, aber dieser Abstand hier war schon zu viel. Oh ja, was soll's. So, da können wir eigentlich am Morgen dann gleich mal gucken, wie es aussieht, den Ballon da abzuholen. Natürliches Antibiotika. Ganz ehrlich, du kannst weg. Und eigentlich kann das hier auch weg. Ganz ehrlich, 15 Eisen werden wir halt niemals brauchen. Aber ich würde schon so schnell wie möglich gerne zu dem Ballon, der da hinten irgendwo ist. Und der ist immerhin also ein Stück entfernt. Das heißt, wir werden schön viel laufen dürfen.
Immer dieses Warten. Wieder alles kaputt machen immer. Und der nächste. Oh ja, 2 Stunden noch. 2 Stunden, in denen wir nichts machen können. Tja, wäre vielleicht wirklich mal interessant, einfach so ein Blutmond auf dem Dach auszusitzen. Bin mal gespannt, wie tollwütig die Leute werden können, ob die dann tatsächlich irgendwie hochkommen. Und ob wir denn schneller von den flüchten können, als sie uns folgen können. Ist der Typ erstmal umgeflogen? Ach, die machen sich gegenseitig kalt. Was ist mit denen los? Wieso machen die sich gegenseitig kalt? Das heißt, der Bär ist gar nicht hinter uns her, sondern hinter dem Typen, der da oben auf dem Dach rauf will. Kann das sein? Lol. Der Bär ist auf unserer Seite. Wow. Ein Bär ganz nach meinem Geschmack. Immer noch 2 Stunden, ey. Ah, das kann er da waren hier. So, können wir gleich hier die Solarzellen abbauen? Kriegen wir da irgendwas Besonderes? Und bloß noch mehr Eisen. Haben wir gerade nicht unser ganzes Eisen abgelegt? Ne, haben wir noch nicht. Wieder gedacht, so viel Scheiße schon wieder dabei. Sag mal, wie sind der jetzt hier mit 3 überlastet? War es nicht gerade noch weniger? Ganz ehrlich, ein elektronisches Teil kann weg. Das hier, nächstes Set. Brauchen wir das für irgendwas? Rezepte. Für Hüte, Günstler, nee, alles Stuff, den wir so schnell nicht brauchen werden. Also kann das auch weg. So, hätten wir das schon mal. Ganz ehrlich, 4 altes Geld. Ich lasse das mal da. Ach, von den Solarzellen haben wir die Sachen bekommen. Okay. Das hier waren wir da auf einmal wieder überlastet. Verstehe, verstehe. So, dann müssen wir nochmal gucken. Geschmiertes Eisen. Das kann man ja relativ gut für Sachen verwenden, ne? Genau, da kann man nämlich mehrere Sachen draus machen. Müssen wir mal gucken, ob wir das nicht doch aufheben sollten. Man kann ein Rad bauen. Wir können uns selbst ein Rad... Wow! Aus geschmiedetem Eisen? Plastikrad geht doch auch. Ah, da ist er ja. Einschlag hat gereicht? Lol. Oh, und jetzt bist du nochmal überlastet. Das hat es jetzt voll gebracht, so.
Wie kann man eigentlich so eine Taschenmod machen? Mit einem Rezept. Oder mit ganz viel Leder, was wir auch nicht haben. Ah, das ist Kacke. Ah, dann gehen wir doch noch mal kurz zu Hause vorbei. Bringt ja alles nichts. Dann können wir da jetzt auch gleich mal die vergessene Leiter anbringen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Bär nicht doch vielleicht zu uns möchte. Der will bestimmt zu uns, seien wir mal ehrlich. Okay, die andere Leiter habe ich schon weggeschmissen. Okay. Warum haben die eigentlich keine Stamina? Die können Lernprügel sagen, wie sie wollen, ne? Und wir sind wieder die Gelackmeierten. Das ist zum Kotzen. Wo bleibt da die Gleichberechtigung, ja? Die Frage ist, ob wir wirklich mit dem Bären aufnehmen. I am not sure about that. Ey, ich komme gar nicht ran. Wir treffen ihn halt auch gar nicht so. Oh, scheint, als wenn wir den Berg erfolgreich abgeschüttelt hätten. Wie es tags erstmal dunkler wird als nachts. Null. So. Da. Heißt jetzt erstmal Stuff ablegen. Du auch. Und ja, wir brauchen definitiv mehr Kisten. Und da brauchen wir erstmal ein paar Nägel für. Und dafür brauchen wir erstmal eine Schmiede. Oh mein Gott, sind wir gefickt. Wie viel haben wir denn schon? 14. Ich meine, eine weitere Kiste kann man mal machen, aber das bringt der Ordnung auch nicht viel zu tun. Was? Whatever. Okay, wir müssen erstmal irgendwas zu essen machen hier. Also, nehme ich mal die Kartoffeln.
Das Wasser. Wo ist das ganze Wasser? Ach so, hier. Ach, siehst du, die können eigentlich auch weg. Wie ist das eigentlich? Siehst du, wir haben es gerade bei 22 Schuss. Das ist halt gar nichts. So, Kartoffeln. Gibt es hier irgendwas, was wir damit machen können? Rezepte. Gebackene Kartoffeln. Oh, es geht sogar relativ gut. Brauchen wir noch ein bisschen Brennstoff? Ungefähr so. Wobei es ein bisschen sehr viel ist. Let's go. Dann brauchen wir noch ein bisschen Wasser. Machen wir mal so. Dann gekochtes Wasser brauchen wir. Dann können wir wieder aus den gekochtes Ei machen. Kein Eimer. Was ist mit dir los? Arsch, da. Ach ja. Was klirrt dir die ganze Zeit so? Ach ja, wir machen hier draußen mein Haus kaputt, oder was? Hä? Hier ist ja leider dran, ne? Aber ich hätte doch eine Leiter über. Jetzt bin ich verwirrt. So, Kartoffeln. Nahrung 10. Das ist doch schon mal was Ordentliches. Das geht auch schon. Da können wir doch direkt hier schon mal ein paar snacken. So, mit den Kartoffeln sind wir gleich fertig. Können wir gleich die gekochten Eier hinterher werfen. Warum klingt das so, wie als wenn jemand Porzellan zerstört? Sehr interessant. Ich muss mal ganz kurz. So. Und läuft das Spiel noch? Ja, läuft noch. Okay. So, jetzt. So, wir sind beim Wasser. Sehr gut. Feuerholz sollte noch reichen. Dürfte sogar ein bisschen zu viel sein, aber egal. So, wächst der Balken noch? Ne, der wächst gar nicht mehr. Jetzt haben wir noch eine. Bin mal gespannt, wie viel eine Kartoffel reicht. Wow. Wir brauchen also mindestens noch 5 weitere. Bitte doch nicht so viel, wie ich gedacht hatte. Und unser Dos geht dabei ganz schön hoch. Ach du Scheiße, ey. So. Wie sieht es aus? Essen ist soweit voll. Aber trinken müssen wir noch eine Menge.
Bitteschön. Haben wir noch ein bisschen Nahrung als Reserve? Achso, ist da, by the way. Das hier können wir gleich mal wegtun. Das brauchen wir nicht mehr. Bop. Das können wir auch. Achso, passt gleich mal ein. Verdammt. Wobei wir die auch mal mitnehmen könnten, für den Fall, dass wir mal verletzt werden, dass wir da, ne, so. Bisschen Reserve halt haben. Boah, wir machen da schon wieder alles kaputt, Leute. Einfach nur Ruhe essen. Ist das so viel verlangt? Genau, der hier. Meine Güte. Ist da echt noch ein Brett hier nachlegen? Verarschen. Dankeschön. Aus. So. Haben wir noch leere Behälter? Ach guck mal, wir haben sogar noch ganz viel gekochtes Wasser. Hätte ich gar nicht mal gutes Trinkwasser nehmen müssen. Ja, die machen da vorne schon wieder alles kaputt, Alter. Machen die ganze Zeit. Oh, wir haben sogar, also trübes Wasser habe ich eine ganze Menge. Aber leere Gläser haben wir soweit keine mehr, wie es aussieht, oder? So, das Ding nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Das können wir direkt bei uns anheften. Okay, okay. Boom. Yeah. Was machen die ganze Zeit? Egal, das sind wir gerade erstmal nicht. Wir gehen erstmal kurz zu der Quest und nee, ich glaube, wir holen erst den Loot ab und gehen dann zu der Quest. So macht's mehr Sinn. Zumindest hoffe ich das. Noch ein Ei. Achso, ist ja keine Quest, ist ja nur das Ende der Quest. Wir gehen mal die Quest bloß zurück. Hallo. Na gut, dann können wir es natürlich doch machen. Dann können wir ja gleich abgeben und uns gleich eine neue Quest holen. Und bevor wir die dann aber machen, gehen wir erstmal hinten zu dem Ding da. So. Toten Körpermod haben wir eigentlich schon. Von daher würde ich dann doch eher die Bomben nehmen, auch wenn ich nicht weiß, ob wir die jemals einsetzen werden. Oh. Yeah. Es geht zum nächsten Händler. Deine Mutter kann dir helfen. Ich bin jetzt weg, Bitch. Ein Fahrrad. Ich habe ein Fahrrad bekommen. Hallo? Genau. Setz dich doch. Hallo? Wie kann ich dich hin? Hallo? Geht. Hallo? Dumm oder so? Yay! Wir können Fahrrad fahren. So ist jetzt ja eigentlich der andere Händler. Wow.
Direkt in die Grube hier fahren. Danke dafür. Ach, da hinten. Oh, okay. So, egal, wie gesagt, wir holen erstmal die Kiste. Ah, endlich mal neue Gefilde. Das würde ja auch langsam mal Zeit. Das Fahrrad macht so komische Geräusche, Alter. Oh mein Gott. Und mit dem Fahrrad kann man natürlich auch sprinten, aber da verbrauchen wir dann auch wieder extrem viel Ausdauer. Und von daher, wir sind sowieso schon mal wesentlich schneller als mit Laufen. So, jetzt sprinte ich. Das ist halt nochmal wesentlich schneller. Ra. Aber trotzdem, ich fahre halt normal. Weil wie gesagt, sprinten ist gerade definitiv bei unserer aktuellen Nahrungslage nicht empfehlenswert. Wenn wir dann später in der Nahrung schwimmen, wenn wir dann ordentlich Felder gebaut haben und sowas alles, dann kann man es machen. Ah, dann, guck mal, dann raucht es schon. Dann kann man es machen, aber nicht jetzt. Ja. Übrigens gibt es zwei Steuerungen. Einmal, wenn man mit der linken Maustaste klickt, kann man freie Kamera. Dann steuerst du quasi mit der Links-Rechts-Taste, so wie man es von Otto in Spielen kennt. Oder, du kannst halt mit der Maussteuerung, also wenn du mit der linken Maustaste klickst, dann lenkt er quasi dahin, wo du gerade mit der Kamera hinguckst. Ich weiß nicht, irgendwie kommen viele mit der Steuerung nicht klar. Verstehe ich gar nicht. Oh, Holzwürfel direkt. Das ist geil. 500 Holzwürfel. Okay, das ist echt nicht schlecht. Klar, Steinwürfel wären zwar besser gewesen, aber ich meine, Holzwürfel ist jetzt nicht so das Beste. Aber wenn man davon gleich 500 hat, dann ist das doch schon ein bisschen brauchbar. So, jetzt fahren wir mal direkt zum nächsten Händler. Sehr schnicke. Beziehungsweise können wir es eigentlich gleich in der nächsten Mission machen. Jetzt dahin zu düsen, ist eh fast vorbei. Von daher, würde ich mal sagen, in der nächsten Folge geht's auf zum neuen Händler. Auf zu neuen Ufern. Bis dann.